Musik heilt. Und glücklicherweise oder leider, ich kann nicht ohne Musik leben. Und wenn ich bin zurück zur Musik gekommen, dann von Tag zum Tag, ich habe sich besser und besser gefühlt. Und ich habe schon Hoffnung gehabt, dass ich werde wieder auftreten, wieder spielen, wieder dirigieren und so. Und jetzt mit dieser Reise, ich habe das angefangen. Nicht ganz angefangen, weil ich habe 2 Konzerte in Moskau gegeben vor dieser Reise, wie Probekonzert. Nicht öffentliche, für Studenten, so. Aber ich habe gefühlt, dass ich kann und darf das machen. Und nicht nur das, aber kommt auch etwas Frische. Es kommt eine Freude von Musizieren. Weil manchmal, und nicht manchmal, aber sehr oft, wenn man arbeitet sehr viel, und ich habe immer sehr viel gearbeitet, als Geiger, als Dirigent und als Pädagoge. Ich habe einen großen Klass mit sehr talentierten Schülern. Und das ist keine Schüler, das ist eine Meisterklasse, das ist wirklich Künstler. Aber ich muss viel arbeiten mit diesen, besonders wenn ich bin in Moskau, dann ich muss sich ganz dieser Sache widmen. Thank you.
war nicht ein Tag ohne Musik, wenn in meiner schlechten Zeit. Ich war auch mit Bändern, mit Magnetophonen und mit Aufnahmen. Ich habe viel gehört, Musik und... Auch Ihre eigenen Aufnahmen gehört? Nein, meine nicht. Meine nicht. Aber ich meine, darf ich das gerade bei der Gelegenheit fragen? Ihre eigenen Aufnahmen, Sie haben so viel produziert an Schallplatten, dass man fragen muss, gibt es, wenn Sie das zurückschauen, eine Periode, zu der Sie heute nicht mehr so stehen, würden Sie am liebsten heute alles noch einmal aufnehmen? Es ist schwer sagen auch, weil ich höre meine Aufnahmen sehr selten. Ich habe Angst hören. Wenn diese Aufnahmen sind nicht sehr gut, dann ich bin nicht sehr glücklich. Wenn sehr gut, dann ich denke, kann ich jetzt so spielen oder nicht? Und dann am besten nicht hören. Ja. Aber könnte es sein, dass die Auffassung sich, weil man älter wird und vieles neu durchdenkt, auch als Lehrer ja, dass die Auffassung sich wandelt? Dass Sie heute vielleicht doch etwas klassischer spielen würden als noch vor 10 Jahren. Das ist möglich, aber dieser Prozess kommt von selbst. Und man spürt das auch nicht. Wenn ich vergleiche eine meiner Platte, welche ich habe gemacht dieses Jahr und 15 Jahre zurück, ich bemerke diesen Unterschied. Aber in diesem Prozess, wenn ich habe gespielt, weiter gespielt, in Konzerte gespielt, das ich habe nie gespürt. Und das war nicht absichtlich, ich habe etwas geändert oder etwas so. Aber in jedem Konzert kommt etwas Neues und Unerwartetes. Darum sehr oft, wenn ich arbeite mit meinen Schülern und ich will am besten geben, was ich kann, meine Schüler, und alles erzählen und alles erklären und zeigen und so. Aber nachdem, wenn ich spiele ein Konzert, dann ich bemerke diese Kleinigkeiten, welche ich habe nie gesagt während meiner Schüler, ja. Weil in jedem Konzert kommt etwas anderes in Feinigkeiten. Ja, Feinheiten, ja. Thank you.
Eigentlich müssten Sie dann doch sagen, dass die Schallplatte nur einen Moment fixiert. Ja, ja, und das Publikum vergisst das. Und ja. Darum, ich verstehe nicht, wenn man schreibt große Bücher über Interpretation von einigen Meister und man schreibt, wie spielt Casals zum Beispiel Bach oder was noch und auf dem Grund von Schallplatten. Es ist unmöglich, weil diese Interpretation lebt nur in diesem Tag, wenn man macht. Machen Sie denn heute auch noch Schallplatten? Ja, ja. Haben Sie da bestimmte Vorlieben? Wählen Sie bestimmte Werke aus, die Sie jetzt noch einmal neu aufnehmen wollen? Ja, wissen Sie, zum Ersten, ich mache auch Dirigentenaufnahmen, ja. Jetzt, ich habe begonnen, ein Album, drei Platten machen mit einem Kammerorchester, Corelli, 12 Konzerte Grosso, ich dirigiere. Und in letzter Zeit, wir haben mit Richter gemacht, 2 Schallplatten mit Bartok-Sonate, Brahms-Sonate und Prokofiev-Sonate. Bevorzugen Sie eigentlich bei den Schallplatten Live-Aufnahmen oder Studioproduktionen? Manchmal sind Live-Aufnahmen viel besser als Studioproduktionen, weil es ist sehr schwer, im Studio sein, so exaltiert und so frei. Oder? Ja. Ja. Weil man denkt immer über technische Schwierigkeiten und man hat keinen Kontakt mit lebendigen Leuten, mit Publikum, ja, für welchen man spielt. Und man muss sich das vorstellen, dass ich spiele nicht für diesen Mikrofon, aber für tausende Leute, welche werden später hören. Aber doch, das ist sehr schwer. Machen Sie dann Aufnahmen, bei denen ein ganzer Satz geschlossen produziert wird oder kommen viele Schnitte innerhalb einer kurzen Passage auch vor? Sehr selten, sehr selten. Zum Beispiel, ich habe 4 oder 5 Brahms-Konzerte, 3 Aufnahmen von Beethoven-Konzerte. Ich habe nie 2-mal Kadenz gespielt zu diesen Konzerten, ja. Nur einmal immer, bis jetzt. Und interessant, dass es gibt meine Aufnahme mit Konvitschny, mit Dresden Staatskapelle, ja. Tschaikowski Violinkonzert. Der zweite und dritte Satz
Wir haben nur einmal durchgespielt. Auch in meine jungen Jahren, man hat noch in 78 diese auf Wachs gemacht, diese Platten. Das war ganz schwer, ohne Montierung, ja. Dann ich habe sehr schwere Stücke von Sarasate, von Paganini, Capricen. Ich habe von einmal aufgenommen. Dieses Glück ich habe gehabt. Ist es denn mit weiteren Plänen für die Schallplatte? Haben Sie da schon etwas im Auge, was als nächstes kommt? Noch nicht ganz klar, weil ich will zum ersten beginnen weiter mit meinen Konzerten. Jetzt habe ich im Mai schwerere Reisen als diese. Wohin? Ich mache mit einem Programm sechs Konzerte. Ich dirigiere und spiele 4 Konzerte mit Berliner Philharmoniker in Berlin und dann in Wien Festwochen. Ich spiele auch in Dirigiere, dort sind sehr schwere Programme. Und weiter kommt Tschaikowski-Wettbewerb und ich bin Präsident von diesem Violin-Wettbewerb. Das wird im Juni sein, dann man muss ein bisschen ausruhen, letzten Monat, Sommermonat. Dann beginne ich wieder arbeiten, viel im Herbst, wenn ich werde gesund sein, alles wird in Ordnung sein. Und wir haben einige Pläne. Ich habe Pläne für 4 Jahreszeiten von Vivaldi, noch eine Aufnahme, ein Beethoven-Konzert mit Wiener Philharmoniker. Ihr Kammerorchester, ist das ein neues oder ist es das vom Warschei, das Moskau? Nein, das ist ein anderes Orchester, mit welchem wir haben schon einige Aufnahmen gemacht. Man kann bekommen auch hier in Deutschland diese Aufnahmen. Das ist ein Orchester, ein Kammerorchester von Mitglieder Moskau Philharmonischen Orchester. Ja, wir haben aufgenommen Bach und Händel und Mozart, einige Konzerte auch, ja. Thank you.
Gastieren Sie innerhalb der Sowjetunion? Ist da auch ein jährlicher Rhythmus, dass Sie bestimmte Konzerte geben? Vor dieser meiner Pause. Ich habe gespielt so etwas 80, 90 Konzerte und gespielt undirigiert im Jahr. Und diese 90 habe so etwas vielleicht 65 gespielt im Ausland. Ist es eigentlich in einem sozialistischen Land auch so, dass der einzelne Star seinen Preis praktisch selbst festsetzt oder nicht? Nein, wir haben ein ganz anderes System. Ja, wie sieht das aus? Es ist sehr schwer erklären, weil wir haben Kategorien, ja. Die beste, unsere größte Künstler haben eine höchste Kategorie und dann erste Kategorie und zweite, dritte und so weiter, junge weniger und so kommt man auch an. Wird das, was Sie im Ausland verdienen, auch damit abgerechnet oder sind das separate? Nein, das ist auch da. So. Ja. Herr Oistrakh, wir sprachen vorhin auch von Ihrer Dirigiertätigkeit. Glauben Sie, dass Sie eines Tages nur noch dirigieren werden? Man muss meine Frau fragen. Weil sie hat eine solche Meinung, soll ich lieber mehr dirigieren und weniger spielen, ja. Aber ich will beides machen. Beides? Ja, ja. Bis jetzt. Bis jetzt.
Glauben Sie, dass Sie als Dirigent vom Geigern her doch dem Orchester etwas mehr sagen können, als ein Dirigent, der vom Klavier, das ja im Orchester nicht vorkommt, herkommt? Ja, ich, meine Meinung, wenn ein Dirigent kommt, Streicher, ja, er kann vieles sagen. Klingt das Orchester dann auch besser, weil eben der Geiger als Dirigent dann doch von der Phrasierung her besser... Man hat mir sehr oft gesagt, dass wenn man hört, wenn ich dirigiere im Orchester, dann Orchester anders klingt. Aber ich weiß nicht, das ist wahr oder nicht. Das ist ernst gesagt oder nicht. Oder aber, nur ein Kompliment. Ja. Kammermusik, Herr Oistrach, ist etwas, was Ihnen doch sehr liegt. Denn Sie spielen, auch wenn Sie einen Beethoven-Sonatenabend haben, eben nicht als der große Konzertvirtuose, sondern eigentlich als Kammermusiker. Und das ist das, was die Wiedergabe auch besonders wertvoll erscheinen lässt. Wissen Sie, ich habe begonnen mein Leben in Kunst als Kammermusiker, weil ich war so erzogen.
von meinen Kinderjahren. Mein Professor, mein Lehrer hat mich zum Meister erzogen für Kammermusik musizieren. Und ich habe so viel gespielt, Kammermusik, wenn ich war noch 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre alt. Ich bin zu Solist gekommen später. Darum, ich liebe sehr Kammermusik und dann, ich habe ganz meines Lebens gespielt Kammermusik. Und das hat auch mir geholfen zu dirigieren. Ist eigentlich die Schule, in der Sie groß geworden sind, in etwa vergleichbar mit dem, was Sie selbst nun aufgebaut haben? Man spricht von der großen Eustrach-Schule, die ja mit Enkelschülern heute schon auftritt. Man sieht, dass diese Schule ungeheuer viele Begabungen herausgebracht hat. Und zwar auch deshalb, weil das, was Sie Ihren Schülern gegeben haben, nun von denen wieder weitergegeben wird, sodass eine Tradition, eine Eustrach-Tradition schon heute zu beobachten ist. Glauben Sie, dass Sie selber auch in einer Tradition stehen oder standen, die Sie fortgeführt und gewandelt haben? Wissen Sie, ich kann nicht sprechen von meiner Schule, weil ich gehöre zu einer großen Schule, russisch-sowjetischer, ja, und diese sowjetische Schule hat übernommen diese große Tradition von alter russischer Schule, von Auer und Grzimali und Laub und so viele andere große Meister. Und bestimmt jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, die sowjetische Schule hat sehr, sehr entwickelt. Aber wir beobachten gerade mit Neid, darf ich sagen, dass diese, ich darf es schon Eustrach-Schule nennen, nicht nur sowjetische Schule, dass diese Schule von Ihnen geprägt einen ganz charakteristischen Stil hervorgebracht hat, ohne dass es nun Eustrach-Epigonen sind. Es sind einzelne Persönlichkeiten, aber es ist doch der Grad einer Schule dabei. Ja, bestimmt. Ich habe einen Einfluss auf meine Schule. Ich weiß nicht, gut, aber der schlechten. Anders kann nicht sein. Aber ich bin nicht der einzige Professor in der Sowjetunion, welcher hat großartige Geiger entwickelt. Wir haben einen großen Professor gehabt, Professor Jankilewitsch, leider, er ist kurze Zeit zurückgestorben, aber er hat so viele gute Geiger gegeben. Worin sehen Sie denn den Unterschied zwischen der sowjetischen Schule und etwa der amerikanischen Schule oder israelischen Schule, sagen wir Galamian? Worin ist der Unterschied zu sehen? Israelische Schule, ich kenne nicht gut, weil ich war nur einmal in diesem Land und
Ich habe dort gar nicht gehört. Und amerikanische Schule ist sehr nahe zu russischer Schule, weil Galamian hat selbst studiert in Moskau. Er hat studiert bei einem großen Professor, Professor Mostras, da war mein älterer Kollege. Und er hat gespielt in Bolschoi Theater, in dem Orchester. Und diese Tradition hat er mitgebracht nach Amerika. Und darum nicht er der Einzige, auch Auer hat weggefahren aus der Sowjetunion im Jahre 1917 und hat dort viele wunderbare Schüler gehabt. Und an Zimbalis zum Beispiel. Das ist, diese amerikanische Schule ist, ich glaube, eine Fortsetzung von der russischen Schule. Aber es gab ja früher andere Schulen, denken wir an Marteau oder an Flesch. Glauben Sie, dass das gar nicht sich mehr fortgesetzt hat, dass doch mehr die russische Schule dominiert? Es gibt ja eine Fortsetzung von Flesch-Schule auch. Es gibt ein sehr berühmter Professor Rostel, der war für einen Assistent von Flesch und hat viele Schüler gehabt, sehr gute Geiger. Oder Professor Gertler, welcher auch unterrichtet hier in Deutschland, ein Schüler von Hubei. Und diese ungarische Schule hat auch einen großen Einfluss gemacht. Früher die belgische und französische. Jetzt, ich kann nicht sagen, dass die französische Schule ist auf sehr hohem Niveau, leider. Weil früher hat sie gegeben wunderbare Geiger und Musiker, als Thibaut und andere, viele, Marteau und belgische, wie Zay, Wirtan und so andere. Jetzt, in diesen Ländern, leider, die Schulen sind nicht so hoch geworden. Ist es eigentlich, um ein kleines Detail einzufügen, eine Spezialität von Ihnen oder gehört es zur russischen Tradition, dass Sie sehr oft in hohen Lagen spielen, auch auf tieferen Saiten? Ich bemerke das nicht. Ich glaube, ich spiele ganz normal. Ich suche nicht diese hohen Lagen. Man kann auch in Tiefel, in erste Position, in zweite Position auch spielen schön. Nein, das suche ich nicht. Und ich Sie haben also keine spezielle Eustrach-Technik. Einzige, was ich muss sagen, ich habe meinen individuellen Weg gehabt, bestimmt, weil ich war 16 Jahre alt, wenn ich habe schon mehr keinen Professor gehabt. Ja. Und ich musste eigenen Weg finden. Und ich habe gesucht. Mein Weg war nicht so gerade, so umdreht. Und darum, ich habe etwas Individuelles vielleicht gemacht. Und diese individuelle Art hat einen großen Einfluss nicht nur auf meinen Schüler gehabt, aber auf alle jungen Geiger in der Sowjetunion von den letzten 40 Jahren. Thank you.
Halten Sie eigentlich, Sie sagten, Sie sind Präsident auch eines großen Wettbewerbes, die Wettbewerbe heute noch für sinnvoll? Man findet auch immer wieder Geiger, die nur im Wettbewerb bestehen und dann nicht auf dem Konzertpodium. Ja, das ist diese Geiger, welche können vorbereiten mit großer Mühe nur ein Programm und haben gar nichts mehr. Und dann können sie einen Preis oder ganz großen Preis bekommen, aber dann diese Leute sind nicht vorbereitet für eine Künstlerkarriere. Gibt es vielleicht zu viele Wettbewerbe? Zu viele, ich glaube zu viele. Und jetzt sind so viele junge Laureaten, und es ist schon nicht genug, ein Laureat sein, Konzerte bekommen oder reisen. Oder, weil jedes Jahr bringt eine neue, ich weiß nicht, 10, 12, 20 Laureaten. Es ist zu viel und nicht in so hoher Qualität. Das heißt, die extrem hohe Qualität ist auch bei Ihnen nach wie vor Ausnahme. Ja, aber wir haben jetzt viel mehr großartige junge Violinisten als in dieser Zeit, weil ich habe angefangen meinen Weg. Sie sagten, dass Sie also auch Schostakowitsch und anderes wieder aufgenommen haben. Gibt es auch modernere Kompositionen, die Sie in Ihr Programm nehmen? Nun, ich spiele Bartok, Prokofjew. Früher, ich habe alles gespielt. Was hat mir gefallen? Ja. Oder nicht, weil das war neu, weil das war modern, weil das war unbekannt, weil ich habe zum ersten Mal das gespielt. Jetzt nicht. Jetzt, ich glaube, für mich behalten mein großes Repertoire, das ist auch nicht leicht.